laufen bedeutet für mich, einfach das zu tun, was ich jetzt tue. Frei zu sein, in der Natur zu sein. Mich endlich wieder selber zu spüren. Guido Sander aus dem Örtchen Wagenfeld im Landkreis Diepholz hat sein Leben vor gut 5 Jahren komplett auf den Kopf gestellt. Die Zeiten, als er noch 193 Kilo wog, sind Vergangenheit. Jetzt läuft der ehemalige IT-Berater in eine neue Zukunft hinein und träumt davon, Berufssportler zu werden. Alle anderen machen jetzt Karriere mit 46 und du kommst auf so eine verrückte Idee und denkst, du willst noch mal Berufssportler werden. Also das, was, wenn man so will, andere mit 20, 23, 25 machen. Aber das ist für mich wirklich, das ist Freiheit pur. Das ist so, sich komplett von Regeln verabschieden. 193 Kilo bringt der zweifache Vater vor gut 5 Jahren noch auf die Waage. Ende 2015 bekommt er Schweißausbrüche, die Beine brennen. Guido Sander steht kurz vor dem Herzinfarkt und zieht die Reißleine. Der 1,87 Meter große Mann verzichtet auf Zucker, isst kaum noch Kohlenhydrate, nimmt in 10 Monaten rund 100 Kilo ab und fängt ganz allmählich an, Sport zu treiben. Ich habe mich bewegt wie ein 200-Kilo-Tanker. Ich war ja so groß und so schwer und ich hatte ein Bewegungsmuster, als wenn ich schwerfällig mir das mich gar nicht bewegen konnte. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich dieses Problem lösen, wie kann ich beweglicher werden. Und bin dann auf die Idee gekommen und habe mir einen Stepper geholt, weil da wusste ich, ich muss mich einfach körperlich ganz anders bewegen. Ich muss meine Po-Muskulatur, meine Beinmuskulatur, meinen Rücken, diese Dinge einfach in den Griff kriegen. Und dann habe ich das gekauft. Der Niedersachse verkauft seine IT-Firma, zieht aufs Land und fängt an zu laufen. Erst kleine Strecken, dann trainiert er für den Marathon. In Köln legt er die gut 42 Kilometer lange Strecke 2019 in 3 Stunden und knapp 18 Minuten zurück. Wenn man mit mir vor 3 Jahren darüber geredet hätte, dass ich mal die Idee habe, Berufssportler zu werden, dann hätte ich gesagt, du spinnst, gibt's nicht. Die Bewegung habe ich nur deswegen dazu genommen, weil das Erste, was dann passiert war, so nach 4, 6 Wochen, war, dass ich gemerkt habe, mir wird schnell schwarz vor Augen. Das heißt, mein Kreislauf geht's nicht ganz so gut damit. Und da habe ich gedacht, okay, wie kannst du den in den Schwung halten, wie kannst du den in den Griff kriegen und habe dann angefangen, mich leicht moderat zu bewegen dabei, um den Kreislauf zu stabilisieren. Seine Frau Renate ist immer an seiner Seite. Die beiden gehen im wahrsten Sinne des Wortes durch dick und dünn. Auf der einen Seite gab es halt ganz viel Resonanz, ey, sie ist toll aus, sie ist gut aus. Und auf der anderen Seite gab es auch ganz viel Schelte, sondern die Mutter aber bloß nicht mehr und bloß nicht weniger und nicht, dass du krank wirst und so weiter. Das war schon eine schwierige Zeit. Magersüchtig, genau. Die gelernte Krankenschwester betreut die Homepage des Hobbysportlers und managt die Interviewtermine ihres Mannes, um anderen Mut zu machen, denselben Schritt zu wagen. Wenn Guido damals halt mit diesem Gewicht X halt ins Krankenhaus gekommen wäre, wäre schon ein Bettproblem das erste Problem geworden. Man hätte gar nicht halt ein Normalbett halt ihm geben können, weil er sich noch nicht mal hätte drin bewegen können. Und zweitens hätte es vielleicht sein Gewicht gar nicht halten können. Und das sind alles so Sachen, wo ich immer denke, eigentlich will man das doch gar nicht. Man schämt sich ja auch. Und ja, den Leuten wieder Mut zu machen, dass es vielleicht auch geht. Einfach ja, das Bewusstsein wieder in den Kopf zu bekommen. Doch der rapide Gewichtsverlust hat auch negative Seiten. Ich habe an den Beinen, an den Armen, am Oberbauch und sozusagen also an den Partien, wo es auch vorher saß, habe ich deutliche Hautrückstände. Ich habe das untersuchen lassen, ich habe das klären lassen, was das so kostet. Und man wäre so auf Kosten von rund 15.000 Euro gekommen, wo man in 3 oder 4 Operationen das hätte machen können. Geld, das er selber jedoch nicht in die Hand nehmen möchte. Dass ihr Guido es tatsächlich schafft, so radikal abzunehmen, hätte Renate Sander nie gedacht. Ich habe darüber geschmunzelt. Ich hab wirklich das nicht für wahr genommen. Ich habe gedacht, okay, lass ihn reden. Und dann ein paar Tage später sagte er so, ich möchte gerne anders halt essen. Kümmer dich mal vielleicht ein bisschen drum, dass ich halt, ja, sag ich mal, zuckerfrei eher ernährt werde. Mittlerweile kümmert sich Guido Sander selber ums Essen, ernährt sich so gesund wie möglich. Sein Gewicht von 79 Kilo möchte er gerne halten. Vergessen ist die Zeit des Übergewichtes jedoch noch lange nicht. Es ist auf der einen Seite ein Mahnmal. Es ist, das bin ich. Und es ist immer da. Und gleichzeitig, wie gesagt, das ist so eine Gleichzeitigkeit mit einem Tendenz zu, ich freue mich halt, dass es
so ist, wie es jetzt ist. Ich sehe das so ein bisschen auch wie so ein Marathon, dass ich sage, ey, wie cool ist es, wenn ich die zweite Lebenshälfte einfach doch nochmal schneller rennen kann oder einfach mehr machen kann, wie vielleicht für die erste Lebenshälfte. Die Ersparnisse aus seiner ersten Lebenshälfte helfen dem Niedersachsen dabei, noch einmal neu durchzustarten, sei es als Profisportler oder als Lebenscoach. Dem Leben als IT-Unternehmer hat Guido Sander zumindest ein für alle Mal den Rücken gekehrt.